Geschäftsmann genug, um die Taxifahrten gerne weiter zu vermitteln. Aber irgendwie muss das ja auch finanziert werden. Und das ist natürlich nicht nachzuvollziehen, dass dort so großzügig verfahren wird. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht noch beschweren, dass wir Fahrten haben, ganz und gar nicht. Aber es wird kritisch gesehen. Denn die Zeche zahlt am Ende der Steuerzahler. Ich kann davon ausgehen, dass eine Fahrt ca. 15 Euro im Schnitt kostet. Und wenn wir dann 300 Fahrten machen, dann können Sie sich ausrechnen, welchen Beträge das ungefähr ausmachen. Also 5.000, 6.000 Euro kommen da locker zusammen. Die Flüchtlingskrise. Für Taxifahrer eine unvorhergesehene Einnahmequelle. Dass wir das mit Flüchtlingen noch Geld verdienen, hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht. Ne? Und es wird ja von Tag zu Tag mehr. St. Elisabeth Krankenhaus, 90% Universitätsklinik, St. Georg. Ja. Wenn wir Glück haben, fahren wir nach Chemnitz. In Chemnitz sitzt das Amt für Migration, 85 Kilometer entfernt. Auch dorthin gibt es häufig Fahrten. Wir sind in Thüringen und treffen Carsten Kohl. Der Beamte steuert im Landkreis Hildburghausen die Unterbringung von Flüchtlingen. Momentan betreibt der Landkreis 5 Gemeinschaftsunterkünfte und die nächsten sind bereits in Planung. So, das ist jetzt hier die Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Und die soll mit 50 Personen belegt werden. Ja? Und wir sind halt noch in der Bauphase. Sie sehen ja, dass jetzt im Moment hier die Endreinigung stattfindet. Hallo. Die Unterkünfte auszustatten wird immer schwieriger für Kohl. Also mir ist zum Beispiel mitgeteilt worden im Ende September, dass die Betten ausverkauft sind, weil auch die Hersteller schon gar kein Rohmaterial mehr geliefert gekriegt haben. Doch nicht nur an Betten mangle es. Auch Handwerker könne Kohl immer schwieriger auftreiben. Und das merkt man natürlich jetzt auch. Die Handwerker haben insgesamt sehr gut zu tun und durch mit der Unterbringung von den Flüchtlingen. Diese finanziellen Mittel fließen praktisch wie so eine Art, in Anführungsstrichen, Konjunkturpaket als Aufträge an die Handwerker, die dann natürlich dann dementsprechend auch mit von profitieren, mit dass entsprechende Aufträge vom Landkreis erhalten. Und wir vergeben ja auch die meisten Aufträge hier in der Region. Die Flüchtlingskrise als Konjunkturmotor. In Berlin sind wir mit dem Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher verabredet. Von ihm wollen wir wissen, inwieweit die deutsche Wirtschaft von dem Flüchtlingsstrom profitiert. Die zusätzlichen Ausgaben für die Flüchtlinge werden in diesem Jahr noch mal deutlich nach oben gehen. Wir rechnen mit knapp 15 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen Ausgaben. Das sind 0,5% der Wirtschaftsleistung. Das wirkt sich also wie ein massives Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft aus. Es profitieren davon ganz spezifische Sektoren im Bereich Bau, im Bereich Versorgung, im Bereich Sicherheit. Also einige Branchen profitieren davon massiv, können Beschäftigung aufbauen, Einkommen und Erträge für diese Unternehmen steigen deutlich an. Eine der Branchen, die gerade richtig boomt, ist das Baugeschäft. Wir sind in einer Leipziger Holzverarbeitungsfirma. Hier werden Bausätze für Holzhäuser gefertigt. Bausätze für Flüchtlingsunterkünfte werden seit September zusätzlich produziert. 10 sind schon ausgeliefert. Eine Spitzenzeit also für den 20-Mann-Betrieb. Wir sind, was die Produktionskapazitäten betrifft, schon an die Grenzen gekommen. Das heißt, wir mussten uns schon Mitarbeiter ausleihen, die freie Kapazitäten hatten. Doch nicht nur gute Arbeitskräfte sind knapp. Auch die Produktionshallen platzen aus allen Nähten. Es gibt Überlegungen zu expandieren. Also langfristig ist das schon auch noch eine Überlegung von uns, dort hinten, also das Grundstück gehört uns noch, dort zu investieren, neu zu bauen. Wenn wir mit unserer Umsatzentwicklung tatsächlich, wenn die so eintritt, wie wir uns das erhoffen, wie wir das planen, dann werden wir irgendwann in den nächsten Jahren diesen Schritt gehen. Ja. Nur wenige Tage dauert die Herstellung eines Hausbausatzes, inklusive Planung und Produktion. Die Kosten dafür liegen bei 80.000 Euro pro Stück. Wir wollen jetzt natürlich an dem Leid von irgendwelchen Leuten hier bereichern. Also wir haben ja unsere ganz normalen Standardpreise. Also wir haben ja keinerlei Aufschläge oder irgendwas kalkuliert. Wir müssen natürlich, weil wir jetzt im Schichtbetrieb sind, das wissen Sie ja auch, da muss man Zulagen zahlen. Ich kann jetzt ja nicht einen Kampfpreis machen. Kurze Herstellungszeit, fairer Preis. Die Region setzt dennoch nicht auf diese Art der Flüchtlingsunterkunft. Und so transportiert das Leipziger Unternehmen seine Häuser nach Bayern. Genauer gesagt nach Marktheidenfeld bei Würzburg. Innerhalb eines Tages steht das Haus im Rohzustand. Und das ist nicht die erste Holzhausanlage für Asylbewerber im Raum Würzburg. Wir schauen uns eine Anlage kurz vor dem Bezug an. Die neue Unterkunft bietet Platz für bis zu 40 Menschen. Ja, das Haus, was wir jetzt hier sehen, hat in etwa Baukosten von 280.000 Euro. Und
Damit ist es dann letztendlich bei einem Quadratmeterpreis von um die 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich, die Kosten für den sozialen Wohnungsbau belaufen sich im Gebiet Würzburg auf das Doppelte. Und auch Alternativen im Wohnungsbau für Flüchtlinge sind teurer. Momentan ist es generell so, dass wir einfach aufgrund der großen Nachfrage einfach auch enorme Preissprünge drin haben. Und unsere Erfahrung ist, dass wir diese Preissprünge im Containerbau stärker haben als im Holzbau. Hildburghausen. Carsten Kohl konnte bislang seine Flüchtlinge in angemieteten Immobilien unterbringen, wie in dieser ehemaligen Reha-Klinik. Zum Glück, sagt Kohl. Denn besonders beim Ankauf oder der Anmietung von Containern würden mittlerweile Wucherpreise verlangt. Wir hatten auch mal so eine Containerlösung, wo wir nachgefragt haben, aber da waren die Kosten sehr, sehr hoch. Wie hoch? Ja, für 60 Plätze weit über 1 Million Euro. 1 Million Euro für eine Containeranlage. Wir machen uns auf den Weg zu einem Hersteller von Wohn- und Sanitärcontainern und sind in Brzezówka im Südosten von Polen. Juli, August 2015 verzeichnen wir einen Anstieg bei der Containerproduktion. Im Dezember haben wir bereits etwa 220 Einheiten monatlich produziert. Und im Januar und Februar dieses Jahres werden es etwa 400 Container pro Monat. Die von uns angenommene Nachfrage dürfte in unserer Firma ab April bis zu 600 Container umfassen. Die Produktion läuft rund um die Uhr. 80 neue Mitarbeiter stellt das Unternehmen bereits ein. 100 weitere sollen bald folgen. Der polnische Arbeitsmarkt profitiert. Ich arbeite seit Mai letzten Jahres bei Weldon. Zuvor war ich als Ziegelsortierer bei einer anderen Firma beschäftigt und danach kurz arbeitslos. Nun bin ich hier, denn die Nachfrage nach Containern wächst und dank dessen habe ich diese Arbeit bekommen. In Polen erhöhte sich der Verkaufspreis von Containern im vergangenen Jahr um 20%. Die Container werden nicht direkt in Deutschland verkauft, sondern an deutsche Zwischenhändler. Die Preise für Container unterscheiden sich in Polen und Deutschland ganz sicher. Wir erhalten mitunter Informationen, dass die Preise in Deutschland um ein Drittel höher sind als die polnischen Preise. Die Preise in Deutschland sind deutlich gestiegen. Ein Ankauf von Sanitärcontainern kaum noch möglich, die Miete sehr viel teurer. Nach unseren Kenntnissen liegen Preissteigerungen bis zu 800% vor. Das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nicht gehört. Wir haben den Beleg dabei. Eine Rechnung vom Oktober 2015. Die Kosten für eine vierwöchige Miete eines Sanitärcontainers liegen bei 4.100 Euro. Im Juli 2014 konnte man einen vergleichbaren Sanitärcontainer für denselben Zeitraum für 452,20 Euro mieten. Und so geht die begehrte Ware auf eine über 1000 Kilometer lange Reise. Von Südostpolen nach Deutschland, ins Ruhrgebiet. Wir treffen in Berlin Bernd Mesovic vom Verein Pro Asyl, der sich für die Belange von Flüchtlingen einsetzt. Mesovic bemerkt seit Monaten steigende Preise, nicht nur bei Containern. Die Lieferanten von Containern haben ständig steigende Preise zu bieten. Also es gibt eigentlich nichts, was mit Infrastruktur für Flüchtlinge zu tun hat, was da nicht betroffen ist und wo einfach die Situation Preise nach oben treibt. So funktioniert die Wirtschaft. Die Wirtschaft schaut sich immer an, wo kann man Profite, wo kann man Erträge erwirtschaften, sei es im Wohnungsbau, sei es in der Versorgung durch Nahrung, sei es im Bereich Sicherheit. Und da muss die öffentliche Hand sicher gehen, dass sie sich nicht nahe übers Ohr hauen lässt. Es muss natürlich eine vernünftige Relation von Kosten und ich sage mal Aufgabenerfüllung bestehen. Das heißt, es muss auch kontrolliert werden, wie menschenwürdig, wie gut ist das Ganze. Im Moment können Sie die Debatte nur schwer führen, weil Ihnen selbst wohlwollende Kommunalpolitiker sagen, bitte im Moment nicht, wir haben so viele Flüchtlinge, wir müssen nehmen, was kommt. Neben Ausrüstern und Baubranche profitieren auch Dienstleister wie das Sicherheitsunternehmen Securitas. Josef Steinhage ist mit 20 anderen Mitarbeitern in einer Dresdner Flüchtlingsunterkunft im Einsatz. Ja, hört. Wollen Sie Nicole? Hier ist Herr Remi Demi. Ja, Nicole kommt eben rüber. Kannst du mal gut, danke. In die Küche gehen, bitte. Da ist wahrscheinlich ziemlich viel los. Wenn es Schwierigkeiten gibt, funkst du durch. Ja? Ja. Alles klar, danke dir. 15 Jahre lang bewachte Josef Steinhage Industrieanlagen. Nun kümmert er sich um Flüchtlinge. Im Speiseraum muss er heute beruhigen. Grund des Aufruhrs, das Mittagessen.
Seit Tagen liefert der Caterer nur Suppe. Heute war es Graupensuppe. This food, I have problem. Yeah, I know. I know what this. It's not good for you. We will talk to the manager and hopefully we find a solution for you. Alles okay? Ja. Alles okay. Good. Kein Alkohol, no Alkohol, no drugs. Auch bei der Stölting-Gruppe läuft das Geschäft. Das Unternehmen bietet ebenfalls Dienstleistungen für Flüchtlingsheime an, sorgt für Sicherheit und Sauberkeit. Wir reinigen die Toiletten und Duschen von den Flüchtlingen. Das Versorgungszelt, wo sie jeden Tag essen, trinken, das reinigen wir halt den ganzen Tag von 6 bis 22 Uhr in 2 Schichten. Von der Arbeitslosigkeit in den Vollzeitjob. So wie Melanie Burmeister ergeht es vielen. Arbeitskräfte werden händeringend gesucht. Also wenn ich den Bereich Security dazu nehme, habe ich im letzten Vierteljahr, halben Jahr 50 Neueinstellungen gehabt, was Vollzeit ist. Auch Sicherheitsunternehmen wie Securitas stellen kräftig ein. Der Verband der Sicherheitswirtschaft schätzt, dass aufgrund des Flüchtlingsstroms im vergangenen Jahr 10.000 neue Stellen geschaffen wurden. In allen Situationen, egal wo wir arbeiten, 3 Dinge müssen Sie mitbringen. Menschlichkeit, Toleranz und Respekt vor anderen Menschen. Im Bewachungsgewerbe zu arbeiten, ist eine Berufung. Es ist eine Kunst. Allein in Berlin hatte Securitas Anfang Januar 760 offene Stellen. Eine Chance für viele. Diese 10 angehenden Mitarbeiter besuchen gerade eine Schulung. Erfahrungen im Sicherheitsgewerbe hat keiner. Ich hatte vorneweg bei einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet, als Produktionsmitarbeiter. Das hat aber irgendwie nicht mehr so einen befriedigt. Ich habe schon früher im Flughafen Hamburg gearbeitet, in einer Reinigungsfirma. Und seitdem gab es diese Flüchtlingsheime in Deutschland. Da bin ich ja so interessiert als Sicherheitsmitarbeiter. Binnen eines Jahres verzehnfachte sich die Zahl der von Securitas bewachten Flüchtlingsunterkünfte. Von 10 auf über 100. Weiteres Wachstum nicht ausgeschlossen. Also wir haben deutlich mehr Nachfrage. Ich sehe 2016 in steigender Tendenz insgesamt für unsere Branche, für unseren Umsatz und unser Wachstum. Und Flüchtlingseinrichtungen und deren Schutz zu gewährleisten, wird sicherlich für kurze und mittelfristige Zeit nicht nur am Markt bleiben, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Stölting ist in Leipzig in 4 Flüchtlingseinrichtungen unterwegs. Toilettenpapier, Waschcreme, Handwaschcreme, haben eigentlich alles, oder? Ja. Das Unternehmen mit Sitz in Gelsenkirchen ist bundesweit gut im Geschäft. Schon die Leipziger Zahlen sprechen für sich. Wenn ich von der Umsatzbasis ausgebe, die wir hatten bis zum Sommer, haben durch die Asylproblematik, ich schätze es mal, 15% an Umsatz zugelegt, also nur für den Standort hier in Leipzig. Und die Tendenz ist auch so, dass es weiter steigt. Ich gehe davon aus, dass wir zum Jahresanfang nochmal einen Umsatzschub kriegen und dadurch bleibt natürlich auch ein Euro oder halber Euro mehr hängen. In Hildburghausen wird eine frühere Reha-Klinik zur Flüchtlingsunterkunft. 4 Jahre steht das Gebäude schon leer. Gerade die Immobilienbesitzer profitieren enorm vom Flüchtlingsstrom. Die Kommunen sind im Zugzwang. Jedes geeignete Gebäude wird genommen, muss genommen werden. So, das sind jetzt hier die Zimmer? Ja, das ist auch das Gute, weil jetzt so ein Inventar auch drin ist. Ne? Da muss jetzt das Land nicht nochmal anfangen zu kaufen. Das kann man ja alles erstmal nutzen. Ne? Das kann man frei nutzen. Eben. Wie viel Miete der Landkreis zahlen muss, darüber schweigt sich der Flüchtlingsmanager aus. Wie viel kostet das? Das wollte ich jetzt mal lieber. Das lasse ich mal lieber außer Sache. Also da bezahlen hier Einheimische mehr für Wohnraum. Ja, das ist schon alles ein ordentlicher Preis. Ja, aber ich denke, mehr sollten. Nee, ich will auch jetzt keine Zahlen nennen, aber der Vermieter ist ja wirklich entgegengekommen. Das hätte er ja auch sonst leer gestanden. Ja. Ich meine, die Reha-Klinik jetzt selber findest du jetzt niemanden, der das betreibt. Und so ist also das eine mit dem anderen verbunden worden. Beim Betrieb der Einrichtung verzichtet der Landkreis auf Hilfe von außen. Alle seine Asylunterkünfte werden in Eigenregie betrieben. Das ist selten in Deutschland. Wir reisen an die niederländische Grenze und treffen den PR-Profi Klaus Cox. Hier in Niederkrüchten entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen britischen Kaserne eine der größten Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Klaus Cox führt uns herum. Er lenkt die Kommunikation von European Home Care, dem größten privaten Betreiber von Asylunterkünften in Deutschland. Das ist die zentrale Versorgungseinrichtung für Essen und Trinken, die Cafeteria. Wie Sie sehen, aus der Altnutzung ist die glücklicherweise noch sehr, sehr ordentlich eingerichtet. Bis zu 2.500 Flüchtlinge sollen hier untergebracht werden. Deren Versorgung vom Essen bis zum Wohnen ist Aufgabe von European Home Care. Mit durchschnittlich 10 Euro pro Tag und Flüchtling kalkuliert das Unternehmen.
Binnen eines Jahres verdoppelte European Home Care die Zahl seiner Einrichtungen auf über 100. Ein profitables Geschäft. Unser Umsatz hängt von dem ab, wie viele Menschen da sind, logischerweise, da pro Kopf bezahlt wird. So, das Unternehmen wächst, in bescheidenem Maße. Cox stapelt tief. Bereits 2013 stieg der Umsatz innerhalb eines Jahres um 72% auf rund 17 Millionen Euro. Und der Gewinn verdoppelte sich auf mehr als 1,4 Millionen. Kritiker sagen, Flüchtlingshilfe sei eine humanitäre Aufgabe, die man nicht Unternehmen überlassen solle, die von Notlagen anderer profitieren. Darauf antworte ich, dass mein Hausarzt meine Notlage ausnutzt, wenn ich einen Schnupfen habe. Dass ein Krankenhaus eine Notlage ausnutzt, um Kranke zu bedienen. Nein, da ist ein falscher Ton drin. Die Menschen sind da. Die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf, die Menschen brauchen was zu essen. Wenn die Kommune die Dienstleistung selbst erbringen kann, soll sie es tun. Wenn das Rote Kreuz tun kann, sollen sie es tun. Und dort, wo sie es nicht können, machen wir ein Angebot. Bei European Home Care denkt man bereits an die Geschäfte von morgen. So fungiert Firmeninhaber Sascha Korte bei weiteren Unternehmen als Geschäftsführer. Unter anderem bei Immobilienunternehmen, einem Pflegedienstleister und bei Firmen, die mit Möbeln, Kleidung und Lebensmitteln handeln. Die Pläne gehen weit über die Betreuung von Asylbewerbern hinaus. Im Kern ist das ein Stammgeschäft. Das, was wir drumherum machen, ist die Frage, welche langfristigen Aktivitäten kann ich mir aus diesem Geschäft drumherum vorstellen. Und da gibt es zwei Zielgruppen, die wichtig sind. Einmal, wir müssen Kinder und Jugendliche betreuen, lernen. Schauen Sie sich an, wer kommt. Junge Familien. Die zweite Zielgruppe, wir kriegen eine neue Generation der Alten, der 60- bis 90-Jährigen. Und da darf man eben nicht nur sozusagen über Pflegeheime nachdenken, wo die Betroffenen satt und sauber im Bett liegen, sondern man muss eben auch darüber nachdenken, was man dort entfalten kann. Das ist ein Teil der Unternehmensentwicklung, die die Gruppe anstrebt. Auch andernorts denkt man an die Zukunft. Wir sind im brandenburgischen Wriezen. Hier betreibt Pro Shelter eine Gemeinschaftsunterkunft für knapp 300 Flüchtlinge. Wir nehmen einfach diese Zimmer. Ja. So, hier kommen Sie jetzt gleich rein. Matratzen sind weg. Wo sind die Matratzen? Mike? Die haben gar keine Matratzen. Warum ist denn das so? Im Mai 2015 eröffnete das Berliner Unternehmen die erste Unterkunft. Es folgten 8 weitere. 2 sind derzeit in Planung. Das Geschäft, es läuft auch hier. Die Heizung ist ganz kalt. Positive Unternehmensentwicklung dank steigender Flüchtlingszahlen. In dem Zuge war natürlich Aufgabe für uns als Betreiber von solchen Einrichtungen, auch entsprechend schnell zu werden und zu wachsen. Dieses ist bisher nicht abgeschlossen. Es wird auch weitergehen. Und man denkt auch hier schon einen Schritt weiter. Flüchtlinge müssen lernen, brauchen Bildung. Das Objekt in Wriezen wurde vorher als Ausbildungsstätte genutzt. Optimal geeignete Hallen also. Nur das grüne Licht zur Finanzierung durch den Bund fehlt noch. Aber der Plan steht. Im Endeffekt, wenn die Bewohner ihren Status haben, Aufenthaltsstatus oder sonst, dann ist natürlich geplant, die Bewohner dort in diesen Werkstätten, die wir haben, eben halt in bestimmten Bereichen auszubilden, in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk. Und auch in Sachen Wohnungsmarkt für Flüchtlinge will der Betreiber mitmischen. Wenn der Asylstatus erreicht ist, sorgt Pro Shelter weiterhin für Wohnraum. Weil wir eben in unserer Firmengruppe auch ausgesprochen immobilienorientiert sind, ist das selbstverständlich auch ein wesentlicher Aspekt, diesen Durchsatz wirtschaftlich hinzubekommen. Das ist völlig unbestritten. Die Unternehmensstruktur von Pro Shelter dürfte für Investoren interessant sein. Die können direkt über die Schweiz einsteigen. Pro Shelter gehört der Juvelus Beteiligungs GmbH. Die wiederum gehört der German Real Estate Holding AG. Und die hat laut Handelsregister ihren Sitz in der Schweiz. Genauer gesagt im beschaulichen Mellingen bei Zürich. Erstaunlich für einen so großen Player. Er sitzt hier in diesem Privathaus. Versuch einer Nachfrage. Uns öffnet niemand. Das ist eigentlich nichts Überraschendes. Ab einer gewissen Größenordnung hatten Immobilienunternehmen immer Auslandsaktivitäten. Und das ist völlig üblich. Das hat also damit jetzt überhaupt nicht für mich überraschend. Das ist eigentlich business as usual. Das ist ja in erster Linie auch so zu betrachten. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bei manchen auch ein bisschen Unverständnis von den Zusammenhängen. Entscheidend ist, dass Wertschöpfung hier stattfindet in Deutschland und das, was
insbesondere mit dem gesamten Dienstleistungsgeschäft passiert, ist ausschließlich in Deutschland und wird auch in Deutschland versteuert, selbstverständlich. Und auch die Immobilienbestände sind größtenteils in Deutschland aufgehangen. Dass es im Ausland Beteiligungen gibt, wie gesagt, ist völlig normal ab einer gewissen Größenordnung. Pro Shelter jedenfalls wächst und öffnet sich für Investoren. Das Geschäft mit den Flüchtlingsunterkünften wird viel zu wenig kontrolliert, sagt Pro Asyl. Und das sei nicht erst seit heute ein Problem. Der Bereich der Flüchtlingsunterbringung ist traditionell, ich sage wirklich böse mit dem Blick auf 3 Jahrzehnte, unterkontrolliert. Und die Bundesländer sind fast alle unwillig gewesen, diese für Klarheit der Kontrollen und der gesetzlichen Grundlagen, sprich Mindestanforderungen für die Unterkünfte, Mindestanforderungen an Betreiber zu sorgen. Und die Flüchtlingsunterbringung in Deutschland, ich traue mir das die Einschätzung zu, war immer in den Zeiten, wo es viele Flüchtlinge und Knappheiten bei der Unterbringung gab, ein Geschäft, was hohe Korruptionsgefahr beinhaltete. Es ist eine große Belastung für die Kommunen, nicht nur. Es ist man genug, um die Taxifahrten gerne weiter zu vermitteln. Aber irgendwie muss das ja auch finanziert werden. Und das ist natürlich nicht nachzuvollziehen, dass dort so großzügig verfahren wird. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht noch beschweren, dass wir Fahrten haben, ganz und gar nicht. Aber es wird kritisch gesehen. Denn die Zeche zahlt am Ende der Steuerzahler. Ich kann davon ausgehen, dass eine Fahrt ca. 15 Euro im Schnitt kostet. Und wenn wir dann 300 Fahrten machen, dann können Sie sich ausrechnen, welche Beträge das ungefähr ausmachen. Also 5.000, 6.000 Euro kommen da locker zusammen. Die Flüchtlingskrise. Für Taxifahrer eine unvorhergesehene Einnahmequelle. Dass wir das mit Flüchtlingen noch Geld verdienen, hätte ich vor einem halben Jahr nie gedacht. Ne? Und zwar von Tag zu Tag mehr. St. Elisabeth Krankenhaus, 90% Universitätsklinik, St. Georg. Ja, wenn wir Glück haben, fahren wir nach Chemnitz. In Chemnitz sitzt das Amt für Migration, 85 Kilometer entfernt. Auch dorthin gibt es häufig Fahrten. Wir sind in Thüringen und treffen Carsten Kohl. Der Beamte steuert im Landkreis Hildburghausen die Unterbringung von Flüchtlingen. Momentan betreibt der Landkreis 5 Gemeinschaftsunterkünfte und die nächsten sind bereits in Planung. So, das ist jetzt hier die Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße in Hildburghausen. Und die soll mit 50 Personen belegt werden. Ja. Und wir sind halt noch in der Bauphase. Sie sehen ja, dass jetzt im Moment hier die Endreinigung stattfindet. Hallo. Die Unterkünfte auszustatten wird immer schwieriger für Kohl. Also mir ist zum Beispiel mitgeteilt worden im Ende September, dass die Betten ausverkauft sind, weil auch die Hersteller schon gar kein Rohmaterial mehr geliefert gekriegt haben. Doch nicht nur an Betten mangle es. Auch Handwerker könne Kohl immer schwieriger auftreiben. Und das merkt man natürlich jetzt auch. Die Handwerker haben insgesamt sehr gut zu tun, natürlich mit der Unterbringung von den Flüchtlingen. Diese finanziellen Mittel fließen praktisch wie so eine Art, in Anführungsstrichen, Konjunkturpaket als Aufträge an die Handwerker, die dann natürlich dann dementsprechend auch mit von profitieren, mit dass entsprechende Aufträge vom Landkreis erhalten. Und wir vergeben ja auch die meisten Aufträge hier in der Region. Die Flüchtlingskrise als Konjunkturmotor. In Berlin sind wir mit dem Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher verabredet. Von ihm wollen wir wissen, inwieweit die deutsche Wirtschaft von dem Flüchtlingsstrom profitiert. Die zusätzlichen Ausgaben für die Flüchtlinge werden in diesem Jahr noch mal deutlich nach oben gehen. Wir rechnen mit knapp 15 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen Ausgaben. Das sind 0,5% der Wirtschaftsleistung. Das wirkt sich also wie ein massives Konjunkturprogramm für die deutsche Wirtschaft aus. Es profitieren davon ganz spezifische Sektoren im Bereich Bau, im Bereich Versorgung, im Bereich Sicherheit. Also einige Branchen profitieren davon massiv, können Beschäftigung aufbauen, Einkommen und Erträge für diese Unternehmen steigen deutlich an. Eine der Branchen, die gerade richtig boomt, ist das Baugeschäft. Wir sind in einer Leipziger Holzverarbeitungsfirma. Hier werden Bausätze für Holzhäuser gefertigt. Bausätze für Flüchtlingsunterkünfte werden seit September zusätzlich produziert. 10 sind schon ausgeliefert. Eine Spitzenzeit also für den 20-Mann-Betrieb. Wir sind, was die Produktionskapazitäten betrifft, schon an die Grenzen gekommen. Das heißt, wir mussten uns schon Mitarbeiter ausleihen, die freie Kapazitäten hatten. Doch nicht nur gute Arbeitskräfte sind knapp. Auch die Produktionshallen platzen aus allen Nähten. Es gibt Überlegungen zu expandieren. Also langfristig ist das schon auch noch eine Überlegung von uns. Dort hinten, also das Grundstück gehört uns noch,
dort zu investieren, neu zu bauen. Wenn wir mit unserer Umsatzentwicklung tatsächlich, wenn die so eintritt, wie wir uns das erhoffen, wie wir das planen, dann werden wir irgendwann in den nächsten Jahren diesen Schritt gehen. Ja. Nur wenige Tage dauert die Herstellung eines Hausbausatzes, inklusive Planung und Produktion. Die Kosten dafür liegen bei 80.000 Euro pro Stück. Wir wollen jetzt natürlich an dem Leid von irgendwelchen Leuten hier bereichern. Also wir haben ja unsere ganz normalen Standardpreise. Also wir haben ja keinerlei